Schön, mal schön, meine. Willkommen zurück zu Wagwan. Hier ist wirklich mein Schnupfnarsch, aber zuerst nehmen wir doch eine Clash of Clans auf. Ja, ich habe noch was zu vergünnen. Ich bin hier fast ein Rathausmax. Ich muss hier noch den Magieturm upgraden und diese beiden Luftfeger. Und dann bin ich Steffmax, abgesehen von den Mauern. Aber die Mauern sind nicht Steff, die Mauern sind Mauern. Und an Delex-Zeug habe ich bald auch alles gemaxt. Ja, die drei noch und dann sauber zum kleinen Kram. Zauber weiß ich nicht, sind Saison, die zu maxen, bis jetzt habe ich ihn noch nicht so sehr gebraucht und vier Erdbeben-Zauber reichen ja so oder so. Na ja, gut, für den Look. Und dann habe ich noch gerade den Elex-Start vor mir und der ist ja auch nicht so viel. Ja, ich glaube, gerne in der Sommerferien kann ich da upgraden. Aber in dieser Folge geht es nicht um mich, in dieser Folge geht es auch keines der früheren Clankriege. In dieser Folge ist es mir momentan Clankrieg, ja, den haben wir soeben gewonnen. Da hatte der Manny sich große Mühe gemacht und hier noch die drei Restart und somit haben wir mit 0,6% Vorsprung den Clankrieg gewonnen. Krank, Leute, oder? Ich weiß, also sollten wir zumindest, ja, es gibt da noch die 3, aber die ist... Was hat sie für Truppen? Ja, das ist auf jeden Fall nichts, womit man bei mir einen Stern bekommen kann. Oder zumindest mehr als einen Stern. Ich wurde schon getoastert. Oh. Der wird mir nichts mehr machen. Deshalb, Leute, würde ich mal sagen, gucken wir uns dann jetzt den CW an. So, hier habe ich vor ein paar Minuten meinen Angriff gemacht. Yeah. Ja. Mal hier wieder gutes Go-Wipe. Lieblingsstrategie. Naja, ich glaube, ich werde hier mal demnächst eine Liste machen an total bekifften Namen für die einzelnen Strategien von mir. Da muss ich mir dann überlegen. Ich habe da schon eine Strategie, habe ich euch ja vorgestellt, der ist sonderkalt. Ich glaube, ich werde mit diesem Stil auch mehrere machen. Wie zum Beispiel jetzt hier Just Baby Dragon, die Messerschmitz im Sturzflug oder sowas. Da werde ich mal gucken. Und dann werde ich euch die Liste natürlich senden. So, letztens habe ich auch eine Taktik gemacht, die habe ich Titanfaust genannt. War nicht so praktisch und Titanfaust ist mir nicht auch schnell genug. Ich glaube, ich hätte die Strategie dann wirklich umbenennen zu. Wartet, wie war das nochmal? Genau, Drachenkopf und Phönixfeder, so heißt auch eine chinesische Morgengymnastiksübung. Werde ich mal gucken, wäre auch passend. Das war da Riesen und ein Haufen an Heilern. Ja, passt da, glaube ich, mit dem Namen Drachenkopf und Phönixfeder. Na gut, hier habe ich dann auch noch gethreestart, ordentlich. Na gut, alles andere wäre auch peinlich gewesen. Naja. Und mit Nagashima wollten wir ihm noch angreifen. Manny kam mir zuvor, habe ich mir noch gedacht, okay, mach den Lootangriff. Hab auf diesem Mal hier einen Lootangriff gemacht. Hab um 3% gefailt. Den einen Stern. Ja gut. Aber Leute, was soll ich euch sagen? Gott ist mir in einer Version erschienen und hat mir gesagt, hieß, wenn Nagashima dreimal in Folge nicht im CW fällt, dann musst du ein Coup d'etat gegen Angela Merkel starten. Und ich glaube, es ist noch nicht an der Zeit. Ich glaube, ich muss mit meinem Coup d'etat wirklich noch etwas warten. Aber gut. So, hier. Mit der Macht von Level 1 Valkyr. Hat der Manny es geschafft? Hat der Manny gezeigt, was unser Clan alles kann? Was unser Clan alles kann? Das hört sich episch an. Oh ja, und das reimt sich. Das muss richtig sein. Ja gut. Ich habe die Valkyries bald max. Ich glaube, ich hatte mal hier... Wer ist nochmal? Genau, Goiwa machen. Ich werde mit noch ein paar andere Strategien probieren. Da der Dennis hat mal gut mit Warhawk abgerockt. Muss ich mal gucken. Ein paar uns und meine liebsten Spieler sind jetzt aus dem CW raus. Ja, Frecky und Dennis haben ein paar Mal vorhin nicht angegriffen, muss ich sie leider rausnehmen. Hat mir mehr weh getan als denen. Nicht nur, weil die davon wahrscheinlich noch nichts mitbekommen haben, sondern auch, weil das meine Lieblingsspieler sind. Na ja, gut, Leute, es wird der Tag kommen, an dem wird die TA wieder in vollster Pracht auferstehen. Hört sich cool an, oder? Hoffe ich, wird es auch. Naja, und die hatte dann letztes Mal wieder seinen Draug-Angriff gemacht. Aber Leute, Draug ist eine Kunst. Und dein letztes ist einfach nur episch. Diese Worte mussten jetzt mal gesagt sein. Ah ja, und hier hat Erdgericht was gemacht. Wer ist Erdgericht? Genau, das ist der neue Name von meinem Project NoDev-Account. Project NoDev hat bald übrigens alles, was er geschafft hat, um die Kaserne oder eine dunkle Kaserne aufzubauen oder zu appen, auf Max. Und ich glaube wirklich, mit Delix kann man nichts anfangen. Ich glaube, selbst wenn ich die Kaserne hätte, könnte ich mit ihr nichts machen. Und die 10k Delex für König werde ich eh nicht zusammenbekommen. Deshalb werde ich direkt weitergehen auf Rathaus 8. Ja. So sieht's aus, Leute. Und. Jo.
der Neuner wird dann bald also auch wieder gehabt. Oh Gott. Ja gut, aber wenn man bedenkt, dass er sowieso eine kleinste Leute bekommt, dann kann er mit Batsch eventuell mal gerade schnell ein TH7er flexen. Easy. Das ist so. Ja, kann ich gar nicht wollen. Falls ich es überhaupt schaffe, Batsch abzugraden. Das ist auch noch eine Frage. Aber gut, ich habe da jetzt hier eine Methode gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das mit schon als, ob ich sie euch schon mitgeteilt habe. Sorry, meine Stimme gerade. Und diese Methode besteht daraus, dass ich mit meiner Clanburg extremst viel Zeug spare und damit dann upgrade. Und ich weiß nicht, wenn ich in TH höher gehe, soll es eigentlich so hinkommen, oder? Ja gut, ich habe das schon, Leute. Lasst das mal meine Sorge sein. Aber ja, wird schon klappen. Und selbst wenn nicht, dann habe ich einen TH 8 Account, der NoDev ist. Ist doch klasse, oder? Ja gut, hier hat der Yolo King gezeigt, was er kann. Ja, der Yolo King, der ist auch ein cooler Typ. Hat letzter Zeit auch eine Menge geschafft, also das ist so eines der neuen Clan-Mitglieder, bei dem bin ich wirklich glücklich, dass wir sie haben. Der Yolo King ist, na, competitive, muss er noch etwas lernen, aber der ist schon mal auf einem krass guten Weg. Und im Hintergrund hat er vielleicht einen Traktor, der vorbeirast. Yeah, Traktorfahrer an die Macht. Erinnert euch noch an den Spruch? Nee, dann habt nicht den alten Kanal mitverfolgt. Da haben Paul und ich damit propagiert. Der Traktorfahrer gemacht. Na gut. Zeiten. Ich vermisse die zwei. Und da hat er noch einen Just Rang Angriff gemacht. Die unkreativste Art. Die, ich nenne diesen Angriff ab sofort offiziell, die Messerschmitts rollen bedrohlich an. Nee. Wartet. Kurze Kreativitätspause. Genau, die Messerschmitts bombardieren London. Okay, nee, auch nicht so gut. Nee, das wird dann wahrscheinlich auch eher zu, wie heißt das nochmal? Genau, die Luftballons passen. Ich weiß nicht, wann die Messerschmitts überhaupt bombardieren. Ich habe das gerade nicht so sehr im Kopf. Na gut, ich hatte noch einen coolen Namen finden. Keine Sorge, Leute. Nee, die Messerschmitts waren Bomber. Ja. Ja. Glaube ich, habe ich letztens so in einem amerikanischen Propagandavideo gesehen. Da muss ich nochmal gucken. Muss ich mich nochmal drüber informieren. Ich glaube aber schon. Aber ich finde schon epischen Namen. Und ich werde euch das dann auch aufschreiben mit der Ausführung der Strategien und so weiter halt. Ja, ja. Wir werden es schon schaffen, Leute. So, und das wär's dann. Also Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann kann ich euch noch einen Angriff zeigen, da kann ich nicht schade. Also Leute, bis dann. Ciao.